Es ist Mittwoch, der 25. August 2021. Hier ist das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz steigt wieder an. Packhof, Gelände ab September gesperrt. Und Autohaus, Motor-Azubi ausgezeichnet. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe vom SKB-Journal. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir starten mit den Corona-Zahlen. In der Havelstadt hat die 7-Tage-Inzidenz die 20er-Marke geknackt. Um genau zu sein, sind es jetzt 20,8 Fälle pro 100.000 Einwohner in der Havelstadt. Im Vergleich zum Vortag gab es 5 neue laborbestätigte Fälle, 15 Neuinfektionen waren es in den letzten 7 Tagen, 94 Personen sind in Quarantäne. Wenn man von einer Baustelle auf dem Packhofgelände spricht, dann denkt man eigentlich daran, dass die Bebauung jetzt endlich losgehen könnte. Aber weit gefehlt, denn es muss Boden ausgetauscht und das Grundwasser gereinigt werden. Grund für die Boden- und Grundwasserverunreinigungen soll die über 100-jährige gewerbliche Nutzung des Geländes sein. Trotz Nutzbarmachung und Bugerarbeiten sind immer noch 140 Quadratmeter kontaminiert. Ab September ist dann der Teil rund um die Undine gesperrt. Der Zugang zum Packhofgelände aus Richtung der Jahrtausendbrücke entlang des Havelufers ist dann nicht mehr möglich. Der nordöstliche Teil des Packhofgeländes und der Spielplatz sind über die Hammerstraße und die Eichamtsstraße zu erreichen. Ebenfalls über die Eichamtsstraße wird die Baustellenzufahrt sein. Dies hat zeitweise tagsüber Halteverbote zur Folge. Die Baustelle soll bis Ende des Jahres beräumt sein. Für Lärm-, Park- und Verkehrseinschränkungen bittet die Stadt um Verständnis. Endlich wieder Kultur in der Havelstadt mit dem Brandenburger Kultursommer 2021. Zu den Brandenburger Wassermusiken gibt es das Beste von Udo Jürgens mit Sahnemix und unvergessene Melodien von ABBA mit der Tribute-Show ABBA Today. Das Highlight der Wassermusiken ist natürlich das Benefizkonzert des Lions Club und der Brandenburger Symphoniker. Der Brandenburger Kultursommer 2021. Alle Informationen und das gesamte Programm gibt es online unter www.brandenburgertheater.de/kultursommer. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Seit Juli 2014 zeichnet die Handelskammer Potsdam den Azubi des Monats aus. Tja, und diesen Monat ging die Auszeichnung an einen Auszubildenden der Havelstadt. Jonas Leistiko heißt der junge Mann. Er ist Lehrling zum Kfz-Mechatroniker in der Werkstatt des Autohauses Motor. Vom Lions Club Falkensee bekam er darüber hinaus eine Prämie über 250 Euro als Anerkennung seiner guten Leistungen in der Ausbildung. Der Ausbildungsbetrieb, die Autohaus Motor GmbH, ist begeistert von dem außerordentlichen Ehrgeiz seines Azubis. Tja, und damit kommen wir zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend und für alle Outdoor-Events scheint es in den nächsten Tagen nicht so gut auszusehen. Regnerisch soll es werden und das an den nächsten 3 Tagen. Auch die Temperaturen sind recht ähnlich. Donnerstag und Freitag Höchstwerte von 18 Grad, Samstag dann 19 Grad. Tja, und das war's dann auch schon wieder aus der SKB-Redaktion. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.